Solche Gelegenheiten rufen förmlich nach Heiterkeit. Oh mein Gott, der Sound! Bruder, warum gehst du denn auf See? John Watson, das wäre der nächste Bossfight. Was? Das war der John Watson, ne? Das war der John Watson von Meeresblau. Ah, okay, die haben den VIP-Besuch um einen Tag nach hinten verschoben. Ich muss gestern zu viel getrunken haben, mir ist übel. Du scheinst ein bisschen aufgeregt zu sein. Solche Treffen finden nicht jeden Tag statt. Solche Gelegenheiten rufen förmlich nach Heiterkeit. Oh mein Gott, der Sound! Bruder, warum gehst du denn auf See? Alter! Du kannst dich doch hier nicht übergeben, Dr. Bacon. Ich bin nicht mehr der Schluckspeich, der ich mal war. Jedenfalls, nimm die Tiefseestirnlampe, die du von Duff erhalten hast, und wage dich in die Tiefen. Sie schaltet sich wahrscheinlich automatisch ein, wenn du die richtige Tiefe erreicht hast. Und vergiss nicht, du musst deinen Taucheranzug veredeln, wenn du dich in die Tiefe wagen willst. Ich muss also erstmal bei der Ausrüstung veredeln. Übrigens, hast du zufällig Taucher? Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guckt's euch an. Das ist ja wunderschön. Es ist so wunderschön. Und hier noch soll ich das Wasser betreten? Oh mein Gott, das ist ja immer noch da. Wieso? Oh, neue Beiträge bei Cookster. Direkt mal gucken. Das habe ich alles schon geliked. Das auch. Das noch nicht. Mit der Zeit werden selbst die unverrückbarsten Menschen weich. Vielleicht liegt es an der Gesellschaft, mit der man sich umgibt. Möglich. Er begrüßt die Gäste noch immer nicht und bereitet nur das Essen zu. Junge, sie ist halt sowas von verknallt in den Boy. Oh mein Gott. Geschäftiges Treiben. Haha, jeden Tag mehr Gäste. Ich werde reich. Sowas sollte man nicht posten, Bruder. Wir haben eine silberne Trophäe bekommen. Wir wurden anerkannt. Nice. Irgendwie cool mitzubekommen, wie Bancho immer mehr Freunde bekommt. Ah, es sind so viele Storys, die gleichzeitig passieren. So viele Stränge. Es ist einfach cool. Muss ich echt sagen. Es macht Spaß. So, wir konnten den letzten Tauchgang halt auch überhaupt nicht machen. Deswegen ist das wahrscheinlich zu vertrösten, dass wir hier im Spiel gestern, den VIP nicht getroffen haben. Dann werde ich jetzt mal nach Forschung und sowas gucken. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Was war das denn? Er kann zaubern, Alter. Geisteskrank. So, heute ist der Stichtag, aber ich habe ja auch... Ja, auch alles da. Moment. Gold oder höher? Personal hinzufügen. Ah, hier können wir jetzt Personal hinzufügen. Ach, die Einstellung läuft immer noch? Oh mein Gott. Ja, okay. Ich gehe jetzt wieder runter. Wonderful. To-dos. Was haben wir denn hier? Dr. Bacon, Hauptauftrag, VIP-Auftrag. Ja, den haben wir ja, ne? Na gut. Dann können wir uns jetzt eigentlich zu vollsten Part um Echo Watcher kümmern. Also, rosafarbene Muschel, orangefarbener Seestern, Agar-Agar, der Knochen, Quallen und diese Bastardfische hier. Die muss ich töten. Die sechs Sachen brauche ich. Okay, er taucht von alleine. Oh nein, da ist er. Moment, du warst es also, derjenige, der dem Meer geschadet hat. Du hast dich sogar übergeben, du ekelhafte Kreatur. Warte, das war ich nicht, das war... Ich habe keine Zeit für deine lahmen Ausreden. Jetzt, da du von John Watson von Meeresblau, den Wächter des Meeres, erwischt wurdest, kommst du nicht so einfach davon. Ich verarbeite dich zu Fischfutter. Okay, und was sagt er zu uns bitte? Das ist alles deine Schuld. Das hast du der kostbaren See angetan. Du bist derjenige, der mit Bomben um sich wirft. Und alles, was ich tue, ist ein paar Fische zu fangen, damit das Restaurant läuft. Warum wirfst du nicht ein Auge auf die Fischereifahrzeuge, die für den Fang von tausend von Fischen verantwortlich sind, statt auf einzelne Taucher wie mich? Ja, kannst nichts sagen, ne? Genug gelabert. Ich sorge dafür, dass du deinen Maul hältst. Und los geht's! Scheiße. Gar keinen Bock drauf. John Watson, das ist ja der nächste Bossfight. Was?
Oh mein Gott, war das knapp. Was? Geh weg! Nein! Ich will nicht! Okay, wie viele möchtest du noch schmeißen? Stück Scheiße. Okay, ich glaube, das war's. Wie kannst du es wagen, dich gegen mich zu wehren? Ich bin John Watson, ich war bei den Navy Seals. Ja, schade. Ja, was ist denn mit ihm? Das sollte als Warnung genügen. Also halte ich mich erstmal zurück, um die Umwelt zu schützen. Aber ich werde dich nicht ungestraft davonkommen lassen, wenn du weiterhin dem Meer Schaden zufügst. Wir beobachten dich. Junge, du schmeißt mit Bomben um dich. Gleich gibt's eine Kopfnuss. Otto, ein Weg hat sich in John Watson Flussrichtung aufgetan. Gehen wir mal da lang, um zum Signal zu gelangen. Ja, okay, so wird das also... So wird das dann begründet, alles klar. Ich lege auch Feuer im Wald, um den Wald zu retten. Ja, normal. Ich töte Menschen, um Menschen zu retten. Obwohl Überbevölkerung die Stars, aber egal. Das habe ich nicht gemeint. Manche Areale sind ein bisschen repetitiv. Ne? Also das hier zum Beispiel habe ich in der Form auch schon gesehen, habe ich das Gefühl. Ach, guck mal, die beiden muss ich auch noch töten. Oha! Okay, einfach 5000 Fische gleichzeitig getötet. So, rosa Muschel und orangefarbener Seestern war es, glaube ich. Geh bitte. Hört doch jetzt bitte auf, mir ins Gesicht zu furzen. Okay, da unten ist auf jeden Fall schon mal ein Seestern gewesen. Den nehme ich mir gleich mit. Wo sind eigentlich die Delfine, wenn man sie mal braucht? Die können doch locker helfen, wenn irgendein Hai mich mal wieder angreift. Aber ich frage mich, wieso teilweise so eine Auster kommt direkt neben einem Sauerstoffbehälter ist. Ist doch eigentlich unnötig, oder? Würde ich meinen. Nice, ein Fossil. Bitte gib mir den Knochen, bitte gib mir den Knochen, bitte gib mir den Knochen. Ich brauche den Kopf nicht. Verdammt nochmal. Hier unten ist bestimmt gleich wieder der Tigerhai. Muss ich aufpassen. Ah, da ist er. Genau. Ah, shit. Ich will ihn haben. Jetzt habe ich so viel Möglichkeit, Sachen mitzunehmen. Oh, shit. Nein, nein. Kannst du bitte sterben? Danke. Boah, Junge. Okay, einmal nehme ich mit. Einmal nehme ich mit. Oh, und guck mal, hier haben wir die, die ich noch brauchte. Hier ist auch der Knochen. Ich werde behindert. Das ist ja super schön. Nehmen wir hier nochmal das Fleisch mit oder? Ne, den lassen wir jetzt erstmal hier. Wir gucken jetzt erstmal, was hier unten alles ist. Den wird... Oh, krass! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich den schon fangen kann. Okay, komm, dann kann ich ja Fleisch... Ja, komm, nehmen wir jetzt auch direkt mit. Mir egal. Jetzt muss ich nur hoffen, dass da nicht direkt wieder so ein Sägehai kommt. Boah, Junge, ich werde so schnell abhauen, wenn da einer ist, ne? So, vielleicht haben wir Glück und kommen tatsächlich noch dazu, das Signal zu finden. Jetzt müsste sich eigentlich direkt die Taschenlampe aktivieren. Tiefseetaucher, ja. Ah, guck an. Na, weiter komme ich gar nicht. Ich muss jetzt auch wieder zurück. UV-Licht, was? Ah, für diese Pflanzen da links. Verstehe. Nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Verpiss dich. Ich möchte nicht dein Freund sein. Geh weg. Nein. Nein. Junge, wie viel Leben hat er bitte? Danke. Das war heftig. Ich will den haben jetzt. Gib ihn mir. Ja, nice. Okay, gut. Und dann geht's hoch. Und jetzt geht's hoch. Schnell, 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 schnell. Boah, wenn jetzt ein Hai kommt oder so, dann bin ich raus. Oh, shit. Okay, ich kann ihn betäuben und dann kann ich jetzt zu dem Sauerstoff, theoretisch. Oh, Glück gehabt. Okay, jetzt können wir uns alle Zeit der Welt lassen und zum nächsten Safe Spot. Oh, warte, hier kommt doch wieder der Hai, oder? Hier kommt safe der Hai. Das ist auch der... Ich würde sagen, die einzige
Möglichkeit, dass ich jetzt noch sterbe. Was ist jetzt mit ihm los? Weil ich jetzt so tief tauchen kann oder was geht jetzt bei ihm ab? Yeah! Du scheinst heute so voller Energie zu sein. Ich habe eine Benachrichtigung über eine Bosskarte auf deiner Meereskarten-App gesehen. Es ist die Riesenkalmar-Bosskarte. Wie hast du sie bekommen? Die Karte ist extrem selten. Naja, ich war gerade auf dem Weg, eine Lieferung abzugeben und wie es der Zufall wollte. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber auf jeden Fall hast du erstaunliche Fortschritte gemacht. Versuche mal, alle seltenen Bosskarten zu sammeln, dann passiert bestimmt etwas richtig Gutes. Aha, okay, aha. Auch wenn du dich in eine neue Region wagst, zum Beispiel in die Tiefen, dann wird die Meereskarten-KI ein neues Kartenpaket freischalten. Vergiss nicht, auch in den neuen Regionen Fischkarten zu sammeln. Tschüssi, tutut. Tschüssi. Richtiger Ash Ketchum, der Typ. Ein fetter Ash Ketchum. Wenn du ein neues Gebiet betrittst, öffnet sich eine neue Kartenpaketliste. Verwende die Meereskarten-App, um nach neuem Fisch zu suchen. Die Röhrenwürmer weichen vor UV-Licht zurück, sodass du an ihnen vorbeikommst. In einer Truhe in der Nähe findest du UV-Licht. Wenn du keins finden kannst, versuche es vielleicht mit einem Nahangriff. Willst du vielleicht ein paar Pommes haben? Hast du Pommes gemacht? Alter, was hast du getan? Okay, an alle, die gerade im Chat sind. Kleiner Disclaimer und kleine Triggerwarnung. Hier wird gleich gegessen. Denn, Girl, ich will Pommes haben jetzt. Wir haben eine Heißluftfritteuse jetzt. Junge, ist das so schön. Was habe ich denn jetzt hier noch Neues? Genau, ich habe ja jetzt hier fast alles jetzt zusammengesammelt. Das können wir abgeben. Forschungspunkte 30. Jetzt kriegen wir nämlich auch die Belohnung, oder? Ja. Öko-Gesundheitsarmband. Was bringt das jetzt? Zu hohe Fischbestände, ja. Agar-Agar, das gebe ich auch noch ab. Wunderschön. Wie brauche ich denn? 100 brauche ich für die nächste Stufe. Ja, das kriege ich vielleicht noch hin? Ne, kriege ich nicht hin. Schade. Frosche Muscheln. Ich muss einfach nur noch mehr davon holen, okay. Oha, jetzt hast du mich aber erschrocken. Dankeschön. Warte, ich muss die Szene wechseln. Das sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Boah, Junge, dankeschön. Guck mal, ich krieg sogar Pommes natürlich mit Ketchup und Mayo. Warte, ich muss hier so. Warum macht er das denn nicht? Ah, guck mal, wie schön. Also diese Kamera ist so geistesgestört, ne? Es ist so wunderbar. Okay. Hast du schon probiert? Ist geil? Ich probiere selbst. Okay, Entschuldigung, du sagst es mir eh nicht. Es ist geil, Junge. Es ist geisteskrank. Mmh. Unglaublich. Mmh. Aber ich muss schon sagen, es schmeckt wirklich gut. Oh mein Gott. So, wenn ich die Seesterne jetzt komplett bekomme, also noch 4 von den orangefarbenen, dann komme ich auf Level 3. Denke ich. Das sind die tiefste Dinger, die ich bekommen habe, glaube ich. Oha. Ja, das ist... Oh mein Gott, wie geil das aussieht. Guckt es euch an. Das erinnert richtig an damals Schulzeiten, oder? Wenn man damals Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt hat. Gibt's hier auch einen Boss? Tatsache. Krabbe. Und der weiße Hai. Save der weiße Hai, Alter. Oder ein Walhai dann wirklich. Gehen wir direkt rein jetzt? Oder können wir noch irgendwas... Ah, wir haben 1000 Gold. Ach, ich gehe einmal kurz ins Restaurant und gucke, ob neue Bewerber da sind. Okay, einstellen läuft immer noch. Was mit der Katze? Miau, füttern. Gewöhnlich ist kein hochwertiges Pflanzenfutter. Das nehmen wir jetzt mal. Oh, es gefällt ihr. Süß. Was gibt das denn jetzt? Ich habe das gemacht, was ich mit unseren Katzen nicht mache. Die kleinen Stinker. Okay, wir gehen jetzt zurück. Zum Boot.